So, mein heutiges Coaching ist vorbei und wie immer melde ich mich mit einer kleinen Videobotschaft. Und Videobotschaften waren heute auch mein Thema, denn immer mehr Führungskräfte kommen auf den Dreh zu sagen, ich möchte meine Mitarbeiter oder meine Firma informieren, was es Neues gibt, was ich ihnen zu sagen habe. Und bevor ich eine Mail oder einen Brief schreibe, mache ich einfach eine Videobotschaft. Doch, da gibt es ein paar Tipps von mir. Es ist wichtig, dass diese Videobotschaft vorher überlegt wird, wie wird das Format aussehen. Wird sie immer vom gleichen Standpunkt ausgesendet, vom Schreibtisch oder von der Eingangshalle einer Firma? Oder ist man an Lieblingsorten im Unternehmen? Wird man stehen oder gehen? Wird man freisprechen oder die Texte auswendig lernen, wozu ich absolut nicht rate, oder vielleicht einen Teleprompter benutzen? Die gibt es mittlerweile fürs Handy oder auch in größerer Form vor Profikameras, werden die einfach davor gesetzt, so machen wir es beim Fernsehen ja auch. Man kann auch eine Grafik entwerfen, dass die Videobotschaft äußerlich immer gleich aussieht. Ist sie dann auch nur für die Firma gedacht oder vielleicht auch für Social Media? Ihr seht, es sind viele Fragen, die aus meiner Sicht vorher geklärt werden müssen. Aber wenn das Konzept einmal steht, für mich ist dann die Videobotschaft eine unheimlich gute Art und Weise, um die Zielgruppe, die Mitarbeiter oder alle Stakeholder direkt zu erreichen. Und außerdem kann man es beim Coaching ja auch wunderbar üben. In diesem Sinne, viel Erfolg!